Ja, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Die letzte Folge war ja ein ziemliches Wutfest, ich hatte auch einen ziemlich guten Grund dazu, wütend zu sein, wie ich der Meinung bin zumindest. Und ich habe natürlich da ein bisschen Quatsch am Ende erzählt, und zwar habe ich ja gesagt, dass ich den Abschnitt mit Al-Mualim, was er mir alles erzählt bezüglich unseres letzten Auftrages und wenn er uns losschickt, dass ich das erst kriege, wenn ich Jubair auch noch töte. Das war natürlich totaler Käse, denn eigentlich muss ich nur Gedächtnisabschnitt 6 anfangen und schon sehen wir wieder zumindest, was Al-Mualim uns sagt. Das habe ich natürlich nicht davon abgehalten, das mit Jubair zu probieren. Das heißt, ich habe Siebrand fürs letzte Mal nochmal extra gekillt und Jubair danach nochmal. Und naja, nachdem ich dann nach Masyaf gereist bin, war's das. Tja, dann lande ich wieder genau in dem Menü hier. Also, so klappt das schon mal nicht, aber ich bin mir ganz hundertprozentig sicher, dass wir jetzt hier gleich die Rede von Al-Mualim alle mitkriegen. Leider kann ich den Real-Life-Abschnitt, also, naja, Real-Life, den Abschnitt hier außerhalb des Animus kann ich leider nicht mehr wieder rekonstruieren. Das kriege ich nicht mehr hin. Ich werde mal gucken, ob zum Beispiel bei den Kedos, ob das da stattgefunden hat. Wenn ja, werde ich euch mal hier einen kleinen Link ins Video stecken, damit ihr dort mal raufklicken könnt und diese Szene zumindest nachholen könnt. Ja, und wenn das bei Kedos zum Beispiel nicht ist, werde ich mal gucken, ob ich sonst irgendwo finde. Aber nun gut, lang genug rumgequatscht, wollen wir doch mal gucken, was uns Al-Mualim so zu sagen hat. Achso, und los geht's. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Nee, oder? Ach, scheiße. Toll, toll, toll. Ich bin jetzt natürlich von ausgegangen, dass die Rede von Al-Mualim nochmal kommt. Da haben wir ganz offensichtlich beschissenes Pech gehabt. Ich kann euch noch so viel sagen, er schickt uns nach Jerusalem, nach Robert de Sable. Das war ja auch irgendwie logisch. Wir haben ein neues Schwert bekommen, das kann ich auch noch sagen. Jetzt haben wir ein richtig schickes Ding. Und er hat uns auf jeden Fall einige Fragen gestellt und auch selber Fragen beantwortet. Ich werde mal gucken, dass ich beides, sowohl das außerhalb des Animus als auch die Rede von Al-Mualim bei irgendwem anders finde. Die Rede von Al-Mualim finden wir bestimmt bei Kedos. Da kann ich euch bestimmt einen Link geben. Ich gebe mir eben kurz einen Moment. Da ist der Link. So, viel Spaß damit. Und unten in der Beschreibung werdet ihr ihn wahrscheinlich auch finden. Aber nun gut, dann müssen wir einfach mal so weitermachen. Ab nach Jerusalem und ich würde mal sagen, direkt ins Büro, oder? Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Schön, das hört man ja sehr, sehr gerne. Es war ein bisschen spät für diese Info, weil es mittlerweile zu unserem letzten Mordauftrag geht, aber wer bin ich, dass ich mich beschwere? Na dann, jetzt bin ich mal gespannt, was der mir zu sagen hat bezüglich Robert de Sable, dem so ziemlich größten Templer, den es gibt in der Gegend. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt. Und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet. Vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Ja, dieser Rafik hat auf jeden Fall eindeutig recht. Altair ist nicht mehr der Mann, der am Anfang dieses Spieles war. Er ist eindeutig gereift und hat auf jeden Fall mit dem Wissen, das er erlangt hat, dazugelernt, um einiges.
Und dann wollen wir doch mal schauen. Wir gehen jetzt also ins Bürgerviertel. Ein ungewöhnlicher Ort dafür, dass Robert de Sable sich irgendwo dort aufhalten soll. Aber scheint ja wohl so der Fall zu sein. Und mir ist gerade während dieser Unterhaltung noch eine weitere Idee gekommen, wie ich euch das nochmal zeigen kann. Ich kann ja mal, wenn Kedos diese Inhalte in seinen Videos hat, ich weiß, dass er auch Probleme mit seinen Safe States hatte, aber ich wette, das hat er bestimmt drin. Wenn das der Fall ist, kann ich es ja einfach am Anfang des Videos reinklatschen. Ich glaube, das ist einfach cleverer, als wenn ich euch nur drauf verlinke. Vielleicht gibt er mir die Erlaubnis dazu, dass ich sein Material dazu verwende. Ach, ich denke schon. Gut, aber jetzt genug mit diesem Problemchen. Ich kann nur nochmal zusammenfassend erläutern, es gibt auf jeden Fall mehrere Edensplitter. Das haben wir jetzt dank Wittig rausgefunden, außer des Animus, das hat er uns erzählt. Es gibt wohl mehrere Edensplitter, obwohl nein, das hat uns die Frau erzählt. Und ja, es gibt mehrere Edensplitter und anscheinend ist das Artefakt von Masyaf zerstört, wurde uns gesagt. Aber es gibt halt noch mehrere und irgendwie... Alter, ihr scheint in dem Punkt noch was ganz Großes rauszufinden. Wir werden irgendwann ja sehen, was er so Tolles rausgefunden hat. Wir dürfen gespannt sein, weil wir sind auf jeden Fall im absoluten Schlusskapitel dieses Spiels. Ist auch logisch. Dürfte man auch merken. Und für Robert de Sable... Oh, dass der das nicht mitbekommen hat, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Und was ich gerade noch sagen wollte... Oh, ich habe nicht mal gesehen, dass da unten was ist. Was wollte ich gerade noch sagen? Ja, Pity ist ja gut. Ach ja, genau. Ich würde mich wundern, wenn ich auch wieder nur... Oh, ich brauche echt nur 3 Nachforschungen. Hätte mich nicht gewundert, wenn ich hier für den letzten Auftrag, den ich habe, also den letzten Mordauftrag, Robert de Sable, wieder nur 3 brauchen würde. Nur 3 Informationen, weil, ne? Da muss man sich ja schon ziemlich sicher sein, dass es richtig ist, was wir hier machen. Okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Und das dürftest du schaffen, oder? Jawohl. Sehr gut, Alter, ihr, sehr gut. Dann mal rauf auf diese schicke Mauer. Und ich kann nur hoffen, dass dieser Bogenschütze dort hinten noch ein bisschen wegbleibt. Natürlich bleibt er das nicht. Von daher gehen wir mal ein bisschen hier an den Rand, damit er uns nicht sieht. Ja, ich glaube, das war gar keine so schlechte Entscheidung. Und damit ich nicht abgeschossen werde, so, dürfte hinhauen. Und los synchronisieren. Ist doch überhaupt ein interessantes Gemäuerchen hier, muss ich sagen. Aber hier sind bloß ein paar Kranke drin. Irgendwie scheint es hier nichts von Wert zu geben. Und wie es aussieht, gibt es bereits hier einen kleinen Taschendiebstahl. Na, wollen wir doch mal gucken. Aha, haha. Da müsste ich da reinmarschieren. Nee, ich kann sie leider nicht von hier aus schon anvisieren. Dann war ich ja eigentlich schon ganz richtig. Das ist natürlich ein bisschen doof. Tja, von hier aus, glaube ich, komme ich da gar nicht hoch, obwohl man kann es probieren. Oder, ach was, lassen wir das einfach mal sein. Nehmen wir einfach einen anderen Auftrag, ne? Das ist schon eine interessante Sprache, sie klingt halt so total anders als unsere romanischen Sprachen hier in Mitteleuropa. Ist schon ein heftiger Unterschied. Aber irgendwie, ne? Daher finde ich es wiederum interessant, weil es komplett anders klingt und man sich so gar nichts erschließen kann. In Italienischen, Spanischen, Französischen, Englischen, Deutschen, da kann man ja alles irgendwie... Da gibt es so viele Wörter, die sich ähnlich klingen oder sogar das Gleiche heißen. Das haben wir dann nicht. Aber nun gut, Informantenherausforderung. Friede sei mit euch, Meister. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Ich habe so viel herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe bei eurer Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Oha, das klingt gar nicht so leicht und wow. Jetzt muss ich heimlich alle diese Ziele eliminieren und das sieht so aus, als ob das ziemlich viele sind. So, hier wollen wir uns erstmal definitiv nicht einmischen, aber dort haben wir auch schon einen Templer.
So, jetzt erstmal weg hier. Ne? Aber jetzt werden die gleich untersuchen, ob das irgendwer hier war. Das werden die ja gleich sehen, dass einer umgefallen ist. Aber nun gut, Tempel abschlachten ist ja mittlerweile das Hobby von Altair, von daher wird das wahrscheinlich sehr gerne machen. Na, ist hier irgendwo ein Bogenschütze? Ah, da hinten, aber der ist weit weg, das ist ganz gut. Mich wundert's aber ehrlich gesagt, dass nicht mal die Templer mich erkennen. Zack. Gerade keine Wache in der Nähe, das kommt mir natürlich auch sehr gelegen. Okay, das sieht hier irgendwie anders aus. Irgendwer hier in der Gegend erkennt mich. Oh, hör auf. Oh, das ist doch scheiße. Toll, wegen diesem kranken Spinner bin ich aufgeflogen und die Mission ist auch für den Arsch. Finde ich jetzt kacke. Ich habe mir doch so Mühe gegeben und bin extra ruhig geblieben, habe keine Scheiße gebaut. Oh, toll, neuer Auftrag. Bringt mir jetzt an der Stelle aber nicht viel. Na, komm schon weiter, Alter, ihr. Wir haben keine Zeit. Überall diese kranken Spinner. Ich dreh durch. So, mal gucken, ob ich jetzt mal so langsam irgendwo hinkomme. Oh, Mann. Toll, die sind von der Bank gerade aufgestanden. Das hätte mir eh nichts gebracht. Hier haben wir eine neue Wache. Genau, die ganze Stadt ist bis oben hin voll gepflastert mit Wachen. Immerhin, du sollst mich nicht verfolgen. Der Dachgarten bringt mir mal einen Scheiß. So, springen wir hier einfach mal runter. Aber natürlich sind sie auch schon ganz schnell hinter uns dran. Da haben wir schon die nächste Wache, die gleich hinter mir herrennen wird. Sag ich doch. Das ist doch scheiße. Hallo. Genau, war klar. Oh Mann, wo soll ich denn jetzt noch hinfliehen, bitte? Können wir das mal erklären? Na, sagen wir es mal so, ich bin jetzt wenigstens hier in der Gegend, dann könnte ich schon den Aussichtspunkt, natürlich klappt das auch nicht. Oh Mann, ich habe mir doch so Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Aus dem Weg, ihr Penner. Wird ja immer schwerer, hier endlich mal unterzutauchen, kann das sein? Oh, diese kranken Spinner, die sollen mich mal in Ruhe lassen, haben die nichts zu tun? Die ganze Stadt ist voll mit diesen Wahnsinnigen. Oh, jetzt haben wir noch einen Templer am Arsch. Mm. Genau. Drück mich in der Wand, du Arschloch. Geht dir doch gar nichts an, was hier abgeht. Also langsam muss ich doch mal davonkommen, oder? Oh, toll, super. Das bringt mir ja ganz schön viel, diese Abkürzung im Oh nein, ist das kacke. Irgendwie dieses Spiel hat den Plan, mich mittlerweile nur noch zu stressen. Ah, Partisan. Endlich nützen sie mir mal was. Okay, derzeit werde ich von niemandem erkannt. Dann gib mir doch irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Bestimmt sieht mich gleich wieder einer, oder? Ich sehe es schon kommen, Ja, ja, ja. Ja, bitte. Ey, das ist so ein verfickter Scheiß. Da ist man so nah dran. Und dann geht einer rein, zufällig da hinten natürlich hoch, um auf die Dächer zu gucken. Ist klar. Ist klar. Genau, Alter, ihr. Jetzt befolgst du nicht mehr meine Befehle. Machst mal lieber das, worauf du Lust hast. Und komm, Bank. Oh. Wie weit bin ich jetzt eigentlich gelaufen? Bin ich quer durch die Stadt gelaufen? Kann das sein? Ich muss sonst wie weit gerannt sein. Jau. Erstmal schön quer durch, mitten durch die Stadt. Oh. Super. Das war scheiße. Super, das heißt, wir sind jetzt quasi vom Spielstand her genauso wie am Anfang dieses Videos. Es sind nun leider schon 14 Minuten vergangen. Super. Tut mir echt leid, dass ich in diesem Part ein bisschen wütend werde, aber das Spiel macht's gerade. Ne? Es schafft gerade, mich sehr wütend zu kriegen. Von daher... Na, ist nicht immer die Schuld des Let's Players, manchmal auch so ein bisschen die des Spiels.
Gut, klar, ich hätte diesen Kranken vermeiden können, aber irgendwie, ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet, weil ich war viel zu sehr mit dem Mord beschäftigt. Okay, dann ist hier halt der Aussichtspunkt erstmal näher dran, nehmen wir den zuerst. Du kranke Sau, geh erstmal schön weg. Ich hätte ja Bock, die alle auszulöschen, für diesen Frevel, den sie mir angetan haben. So, dann geh hier hoch und jetzt rechts mal lang, genau, und dann hier hoch, zieh dich hoch, synchronisiere. So, erstmal eine kleine Verschnaufpause, ein bisschen runterkommen. Dann mit einem flotten Alley-Hop hier runterjumpen und natürlich läuft hier erstmal eine Patrouille rum. Ey, geh weg, du kranke Sau. Haust du ab. Ey, das ist so zum Kotzen. Immerhin habe ich eine DNA-Synchronisation hinzugewonnen, auch wenn mir das mittlerweile nicht mehr allzu viel nützt. So, gerade mehr keine Patrouille mehr in der Nähe, immerhin. Ey, das ist... Ich werde bescheuert, werde ich hier. Meine Familie ist ja, natürlich ist hier auch wieder irgendwer. Ja, jetzt kommen hier noch solche. Ich sehe schon vor mir, gleich kommt ein Kranker und schubst mich. Doch nun gibt es Gelegenheit zur Wiedergutmachung. So. Lasset uns neu beginnen. Lasset uns Frieden schließen mit den Kreuzfahrern. Lasst uns eins werden. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Nun gut, den Auftrag werden wir ja wohl locker hinkriegen. Ist ja nun nichts allzu Schweres. So ein Kerl hier wieder mal befragen und ein bisschen verprügeln. Natürlich ist er umgeben bis zum geht nicht mehr von solchen Prügelknaben, die nichts Besseres zu tun haben, als sich den ganzen Tag zu prügeln. Super. Aber diese Gasse gefällt mir und von daher aufs Fressbrett. Leider kann ein alter Irr ja im Faustkampf noch nicht blocken. Siehst du, und schon mischt sich wieder einer ein, weil er denkt, es geht um ihn. Dass er sich überhaupt einmischt. Ich schnall das immer nicht, dass die sich einmischen. Geht die überhaupt nichts an. Was kommt davon, wenn er sich einmischt und kriegt halt auch eine Fresse? Ihr sprecht von Jawohl. Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Tja, mittlerweile spitzt sich ja alles zu. Es ist immer klar, unsere Leute, denen wir hier begegnen, sind auf jeden Fall immer Templer. Und tja... Was sind Roberts wahre Motive? Das sind mal interessante, andere Erinnerungsfragmente. Es heißt, Robert will Frieden und beweist es mit dem Besuch einer muslimischen Beerdigung. Aber ich kenne die Wahrheit. Er will keinen Frieden, er will Kontrolle. Er will das Land und das Volk beherrschen. Das werde ich verhindern. Da wollen wir hoffen, dass der Plan aufgeht, Alter, hier, oder? So, und hier haben wir auch schon direkt den nächsten Aussichtspunkt. Ich hoffe, du kommst da hoch. Jawohl, sehr gut, alter Irr. Sehr schön. Ach, endlich macht er mich mal ein bisschen glücklich. Ach, das ist der, wo ich vorhin schon mal gewesen bin. Auf meiner riesengroßen, langen Flucht. Irgendwie gibt's endlich... Wie lange ist es her, dass ich in einer Folge nicht eine Flucht hinter mir hatte? Da muss man natürlich sagen, Hut ab, Assassin's Creed 1 ist an dem Punkt deutlich schwerer als zum Beispiel Assassin's Creed 2, eigentlich wie alle Nachfolger. Revelations kann ich nicht einschätzen, habe ich noch nicht gespielt, wie gesagt, aber würde mich wundern, wenn das schwer ist. Bisher waren die Assassin's Creed Teile alle davon geprägt, dass sie einfach nur unglaublich leicht waren. Aber naja, und hier haben wir jetzt mal eine andere Informatenherausforderung, ein Dachrennen, das gefällt mir. Das dürfte ich ja wohl besser hinkriegen. Ich wähle jetzt schon mal die Dolche aus. Mittlerweile kann ich ja 15 von den Dingern tragen.
Achso, und hier können wir auch auf den Turm rauf. Na, dann machen wir das auch mal direkt. Am besten gehen wir hier lang, genau. Und ich sag jetzt schon mal, ich werde diesen Part nicht beenden, bevor ich drei Informanten-Herausforderungen beendet habe. Muss ich noch einen höher? Echt? Ah. Nicht runterfallen. Okay, dann kann ich hier hoch. Stimmt, so eine Art von Turm, das war schon mal in Jerusalem, glaube ich. Der sah exakt genauso aus. Zumindest hier am Rand sah das genauso aus. So. Damit wir hier keinen Stress kriegen und der uns irgendwie runterschmeißt, nachdem wir unsere Synchronisation beendet haben, machen wir das mal so. Und ich will dieses Mal auch kein Risiko eingehen, dass ich wieder runterfalle, sterbe und mich synchronisiert habe. So, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Mittlerweile bin ich ein bisschen ruhiger geworden, hab mich eingekriegt. Wurde auch mal Zeit, um ehrlich zu sein. So, nun gehen wir also zu diesem Dachrennen. So schwer wird das hoffentlich nicht sein. Tippe ich jetzt, hoffe ich jetzt einfach mal. Und natürlich, da sollte ich mal früher drauf kommen. Ein Dachrennen wird vermutlich auf dem Dach anfangen. Wie es irgendwo ein wenig Sinn macht, ne? 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 Wo ist denn jetzt hier schon wieder einer? Ah, okay, gut. Okay, es hängt nicht auf einem Dach an. Na dann. Schön, euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Das macht natürlich immer schwierig Sinn, meines Erachtens nach, dass man dann so gehetzt wird auf einmal. Aber naja, wenn es halt so ist, soll man machen. Vor allem, das wird nie irgendwie sinnvoll erwähnt, warum man sich jetzt so beeilen muss, warum da überhaupt ein Zeitlimit herrscht. Und vor allem, das ist ein ziemlich knappes Zeitlimit, kann das sein? Vor allem, man kommt hier, man muss erstmal aufs Dach kommen, ziemlich schnell. Sagt sich immer so leicht. Ja, ja, ich gehe schon. Habe ich kein Problem mit. Komm schon, ich bin schon viel weiter. Der kann mich gar nicht mehr sehen, wollte schon sagen. Gut, aber ich glaube, das Zeitlimit dürften wir packen. Jawohl, da hinten ist er, zack. Hi. Nein, oder? Ey, das ist doch ein scheiß Witz. Verfickte Drecks, Scheißkackenmist, Fick Sau. Mann, jetzt muss ich aber auch mal fluchen. Ich hab meinen eigenen Typen angesprungen und schon kacken die sich an. Oh. Nein, wirklich, sie ist fehlgeschlagen. So, jetzt bin ich aber scheißsauer. Ich will euch jetzt alle töten. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute tue. Genau. Ja, natürlich können sie auch kontern bis zum geht nicht mehr und greift an. Greift an. Genau. Zack und zack und Schlitz und Schlitz und aua und zack und zack. Ja, genau, natürlich. Er ist nämlich Mr. Konter. Ah, ah, das bin ich. So, Schlitz, 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 Schlitz. So ein bisschen das die Gemüter. Ja, ja, natürlich, sofort wieder die nächste Wache. Ja, komm, versuch's, versuch's. So. Ey, ja, klar, noch mehr. Wir haben ja nichts zu tun, ne? Zack und zack und Ruhe. Ups, das war eine Zivilistin. Sorry, da hat meine Wut aus Versehen echt mal die falsche getroffen. Wieso bin ich jetzt immer noch gesucht? Na gut, dann tauchen wir halt wieder unter. Dieser Part ist komplett für den Arsch. Aber so richtig. Ich gebe auf. Er ist weg. Das wäre ja ganz lustig, wenn es nicht schon der zweite Part hintereinander wäre, der komplett für den Arsch wäre. Das hier war der Auftrag mit den 1000 Templern töten. Oh, probieren wir es halt nochmal. Oh, jetzt verrecke ich auch noch fast. Ich werde bescheuert. So. Dann legen wir direkt los wieder mit diesen ollen Templern. Dieser muss ich mehr aufpassen. Darauf achten, dass keine Kranken mich stressen. Lasst mich... Zack. Oh, immer diese Leute, die rumstressen. Lass mich mal vorbei. Ey.
Natürlich direkt hinter der Ecke gleich zwei Kranke, die nur darauf warten, mich zu schubsen. So. Hier ist sein Kollege. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, jetzt habe ich wieder einen von diesen Prügelknaben angestoßen und schon will er mich hauen. Ah, den werde ich doch wohl entkommen, oder? Okay, ich glaube, ich sollte mit dem warten, bis ich von den Wachen hier weg bin. Genau. So. Jetzt ganz langsam hier wegschleichen. Ich bin nur ein Gelehrter. Ich suche Wissen. Ich mache überhaupt nichts. Bin ganz gechillt. Ja, jetzt mache ich es auf jeden Fall mal richtig, würde ich sagen. Dort hinten haben wir schon die nächste Patrouille, aber das soll mich gerade mal nicht kratzen. Ich habe ganz viel Zeit, ich habe genug Zeit, um diesen Auftrag ganz locker zu beenden. Alles kein Problem, Alex. Einfach die Ruhe bewahren, nicht ausflippen, jetzt einfach losrennen, kopflos. Und dann dürfte mir auch nichts passieren. Sehen mich diese Wachen immer noch? Ich frage mich ja, wer hier immer noch... Irgendwer meint hier immer noch, dass er... Okay, geht doch. So, komm schon, Alter, ihr, schnell, hoch da. Bevor wieder diese Patrouille kommt und mich von Weitem sieht. Okay, wir müssen nur noch einen Templer töten und dann müssen wir zurückkehren. Das kriegen wir doch wohl hin. Wow. Alter, ihr, für meinen Geschmack zu knapp. Kein Risiko eingehen, zack. Und wir hören schon die Kranken, wie sie schmatzen und schnüffeln in der Gegend. Okay, ist unter mir einer? Nein, also können wir uns ja wohl gefahrlos fallen lassen. Und ich spring schon extra vorbei, damit der mich nicht stresst. Hier sind auch wieder Kranke und eine Patrouille. Okay, und dieser Templer folgt derzeit zumindest der Patrouille. Das ist ziemlich ungünstig. Aber mal gucken, vielleicht kommt der Templer jetzt wieder zurück. Vielleicht ist das seine Route hier. Jawohl. Perfekt. Ja, yep. Komm hier lang, mein Freund. Hi. Mein Name ist Alex. Oh nein, Asthma. Hilfe, der Mann hat Asthma. Holt ein Spray. So. Jetzt nur noch zurückkehren und abgeben. Und dann haben wir es geschafft. Und jetzt bloß nicht mehr auffliegen. Bloß nicht mehr auffliegen. Wow. Okay, jetzt haben sie gerade die Leiche entdeckt. Von daher bin ich gerade noch rechtzeitig los, würde ich behaupten. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu... So, und bevor ich noch den anspringe und irgendwen sauer mache, so, abgeben. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. In eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Verzeiht mir, Meister. Nichts für ungut. Was bitte? Nicht gegen alle Männer Roberts auf einmal kämpfen? Was ist das denn für ein bescheuerter Hinweis, bitte? Roberts Leute sind kampferprobt und gut vorbereitet. Gegen alle auf einmal zu kämpfen scheint unklug. Wenn ich die Kontrolle über die Lage verliere, sollte ich kurzzeitig flüchten, um dann wiederzukommen und sie einzeln zu erledigen. Oh, das ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Tipp. Willst du mich verarschen? Da wäre ich selber drauf gekommen. Dazu brauche ich doch nicht... Oh, egal. Nicht aufregen, Alex. Immer schön die Coolness bewahren. Und ich glaube, ich mache jetzt nochmal das Dachrennen, weil das war ja eigentlich überhaupt nicht schwer. Das war einfach nur, dass ich am Ende das komplett verpatzt habe und den Kerl angesprungen bin, bei dem ich es abgeben konnte. Wodurch dann andere wieder wütend wurden und so weiter und so fort. Oder, vielleicht haben wir ja Schweineglück. Vielleicht haben wir wirklich mal Glück, das wäre mal was. Könnte ich mal, habe ich mal ein bisschen verdient, wie ich finde. Okay, da kannst du nicht hoch. Da aber, hoffe ich jetzt mal. Vielleicht gibt es ja noch ein Informationsfitzelchen, wenn ich einfach nur irgendwo mich hinsetze auf eine Bank und jemanden belausche. Wenn ja, würde ich diesmal sofort in Anspruch nehmen, weil diese Folge ist viel zu lang geworden, meines Erachtens nach. Und ich bin ein bisschen gestresst. Ja, genau. Na, wo ist der Bogenschütze? Oh, dann war es doch eine Patrouille unten, die mich kurzzeitig gesehen hat. Ich kann sie unten zumindest nicht entdecken. Aber bestimmt geben sie mir diesmal keine Belauschen-Option mehr, ne? Weil das zu leicht wäre.
Ah, wenn, dann ist die entweder da links oben oder da links oder links unten. Na egal, dann holen wir uns halt hier das mit dem Bogenschützen. Das ist ja jetzt hier direkt nebenan. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit. So, mal ein bisschen flitzen dürfen wir wohl hoffentlich. Immerhin müssen wir uns das Quatsche nicht nochmal anhören. Oh, nee, ne? Ja gut, diese verdammte Patrouille kommt mir gerade sehr ungelegen. Wo gehe ich denn am besten aufs Dach? Direkt da, oder? Ja, ich glaube auch. So, und ab jetzt müssen wir rennen. Ja, ja, lass mich in Ruhe, Bogenschütze. Ich habe anderes zu tun. Zum Beispiel über die Dächer flitzen, die du ja angeblich bewachen sollst, aber du zückst ja lieber erst deinen Bogen und warnst mich. Anstatt diesen Typ mit der weißen Kutte sofort. Ruhig, Alex, ruhig. Du bist ein guter Zocker, du kannst das, du bist top. Wo sieht mich einer? Oh Mann, ey, dann kriegt man hier schon Herzkasper in dem Scheiß. Also dieses Spiel ist auf jeden Fall perfekt dazu geeignet, irgendwelche Leute ins Koma zu schicken, wegen Wutanfällen und so weiter. Was tut der denn? So, diesmal springe ich lieber in den Busch hier. So, und jetzt aber. Ihr kommt zur rechten Zeit, Altair. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Super, Karte mit der Position Roberts während der Beerdigung. Das ist doch mal was wirklich Praktisches. Wollen wir doch mal direkt mal gucken. Die Jerusalemer Wachen haben den Christen während der Prozession die Stehplätze zugewiesen, um sie bei einem Aufruhr besser schützen zu können. Diese Karte zeigt eindeutig, wo jeder stehen wird, sogar Robert. Besonders Robert. Aha. Interessant, interessant. Naja, ich bin ja mal gespannt, wie das ablaufen wird. Aber nun gut, wie gesagt, die Folge ist schon mehr als lang genug. Wir haben die nötige Nachforschung abgeschlossen, wir haben es beendet und von daher sehen wir uns das nächste Mal im Büro wieder und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es wieder mal heißt Let's Play Assassin's Creed. Mein Name ist Alex, bis dann.